Und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ich dachte erst, es kam doch die Reaktion, ne? Ja. Wollte ich jetzt, achso, ja. Ey, ich wollte noch allen einen schönen Sonntag wünschen. Hab mal dann gedacht. Ja. Wir machen hier weiter mit Ballen sammeln. Ich heute mal fertig werden. Auf 23 werden noch Ballen gesammelt. Ansonsten Feld 24 und 25, da will ich Heu machen, also liegen lassen, bis trocken ist. Also ich hoffe, dass morgen trocken ist. Ist schon gemäht. Und dann will ich die Raps, die auch viel Gras übrig liegt, ne? Dann will ich die Raps Aussaat vorbereiten für jetzt haben wir Tag 3, 5. Also nur vorbereiten, noch nicht anfangen. Es kann passieren, dass nicht klappt. Anführungszeichen. Normalerweise ist der Aussaat ja, aber wiederum ist das so, wenn man zu früh aussieht, dass es zu groß werden würde, könnte oder keine Ahnung. Aber wie gesagt, das ist noch nicht so weit, das ist immer in den letzten Ballen pressen, dann ja, hier düngen lassen gleich, damit das auch erledigt ist. Morgen hingehen wir sehen, dass ich wahrscheinlich Heu schwatten werde und Tiere versorgen. Das muss ich auch noch machen. Bevor wir hier dunkel wird und schlafen gehen, weil jetzt haben wir das eh spät, müssen wir, sobald wir hier mit durch sind, Tiere Wasser geben und Futter, ne? Soll auch nicht kein Problem sein. Stroh, wenn es möglich, ne? Auch. Dann müsste unsere Düngefabrik Mist und Gülle bekommen. Ja, also da fehlt ja auch schon wieder was. Gerade wenn nachts wird nach schlafen, dann ist die Produktion irgendwann eher fertig und das ist dann besser, wenn das wird voll ist. Oder viel Gras im Juli, ne? Aber das lohnt sich nicht. Der Aufwand ist so hoch. Das ist ja nur die Ecken ein bisschen viel, ne? Wo gerade wenden wird. Dann muss man sehen, dass man nächstes Mal. Daran denke ich garantiert nicht. Eine Reihe mehr Schwatt machen, ne? Oder wir mähen komplett und machen dann nachher so. Ich habe beinahe schief gegangen. Na gut, okay, wär nicht gewollt, sag mal so. Das wäre dann ungünstig, in Anführungszeichen, ne? Da jetzt die fertigen Ballen mit zu moderner Tapete, also wenn irgendwann alles zu die Lage gibt, egal, verfüttert kann man sagen, ne? Die eine kommt sicherlich eine Futtermischung rein, aber nämlich die vom Hof, die müssen wir noch gären. 2 Tage. 48 Stunden genau genommen. 2 Tage, wie gesagt. So. Ja, meine Rüben sind auch da. Jetzt muss ich ganz kurz warten, bis er fertig ist. Anführungszeichen. Ich muss aber die Problemballen wegsammeln, die hier am Rand sind. Sonst kommt bald die Meldung Blocking. Das sind na gut, doppelte Menge. Die Tausende. So. Die müssen ja stehen bleiben. Ich kann die ja nicht da hinten mit zupacken, das ist ja ungünstig. Grasballen bringen nicht so viel Geld ein wie Ladeballen.
Die Lagerwahl bringe ich hier nicht so viel ein. Mit 270. Persönlich werde es nicht ändern im Spiel auf einen höheren Preis. Ja. Die Preise sind eh zu hoch. Aber Arbeitskollege erzählt, Mente, wenn überhaupt, kriegst du 30 Euro. Also da muss schon Futter knapp sein, so wie letztes Jahr viel trockene Dürre war. Und da verkauft keiner Futter, ne? Wer selbst Tiere hat, der verkauft dann nichts. Weil die haben alle nicht so viel auf Lager zu liegen. Also in allermeisten Fällen haben die zu wenig. Ja, 30 Euro. Normalerweise 25. Und dann Bauernskollegen kann man sagen, ne? Also Vermögen verdient es damit nicht. Wenn man sieht, den Aufwand, den man betreiben muss, und gut, das Mähen an sich geht ja fix, ne? Aber diese Ballenpressen, das dauert seine Zeit. So, einmal nimmt er ganz gut, andermal nicht. Na gut. Gut, da haben wir halt nicht gespeichert den Kurs, ne? Selbst schuld. Ja, ich könnte ja Getreide da aussehen, wo jetzt Hopfen ist, ne? Zum Beispiel im Frühling. Da drüben kann ich auch Getreide aussehen. Viel Fläche habe ich nicht da. Ich muss eine Fläche zukaufen. Ich muss aber das Geld verdienen. Die Bänke habe ich nicht drin. Ja, wir müssen warten hier. Das ruckt sich jetzt nicht so. Dann gucken wir hier unser nächsten Fahrzeug an hier. Der ist fertig. Und den fahren wir jetzt. Den fahren wir jetzt. Die Feld Nummer 53. Dasselbe. Hier los. Wird es voll? Das reicht los. Wollen wir noch wegmachen hier, ne? Und der Arme macht auch weg, die Seemaschine. Aber ich gehe vorne rein, hinten brennt. Aber heute ist letzte Folge. Morgen die Touring aufnehmen. Und Donnerstag bearbeiten. Die Theorie, ne? Praxis. Kann sich auch sicherlich mal einen Tag verschieben. Ist ja nicht so dramatisch. Nur was fertig ist, fertig, ne? Also. Kann ich da mal probieren mit dem Auto, wie das funktioniert. Ich bin gerade geruckelt. Überbreite. Ich will nur aushalten. Ja, immer extra anfangen mit dem Blöd, ne? Also Kursblöckhose ist mir besser, wenn es durchläuft, ne? Ja, unsere Bäume wachsen hier auch nicht hier, ne? Na gut. Die letzte Bäume wachsen nicht. Dann überlege ich mal, ob ich hier noch anfange. Mal Minuten. Weil gut, da kann man ja nicht kurz vorher machen. Das hält ja normalerweise, ne? So. Diskanierung. 54 fällt so aus. Und einstellen. So, dann wollte ich gucken. Habe ich eine Ecke nicht gemacht. Ja, aber Düngen fängt, bringt auch nichts. Weil
Den speichere ich gar nicht ab. So. Jetzt zurücksetzen ist Quatsch. Achso, ich wollte hier gucken bei der Baumarkt nicht. Beim. Das verstehe ich nicht, aber wie gesagt. Oder hier vielleicht. Kann sein, ne? Ich weiß ja nie. Gut, hier ist viel Platz nach oben, ne? Aber wie gesagt, bei 1 Geschwindigkeit, da passiert nicht viel. Runde Wasser haben wir hier. Geht auch rein. Geht auch rein, ne? Ja, wenn man nicht fährt, der Bursche, was ist machen, ne? Hier was testen. Gehen wir 7 Mal. Ob das entsprechend losfährt. Glaube ich eher nicht. Die Tapper kannst du auch nicht gehen normalerweise. Da hat der dann auch ein Deutz, ne? Die 10.000 Liter sind schon ein bisschen viel, ne? Aber kann man nicht sehen. Ich wüsste gerne den Grund, warum es so ist. Aber das könnte ein Grund sein, ne? Aber nicht gut möglich. Aber das andere die unendlich ist normalerweise. Umfahrung. Das versteht nicht ganz. Mehrere Position anfahren, ne? Zacken muss ich bald wieder. Ich will nur sehen, wenn los wird alleine. Das will ich jetzt sehen. Komm ja so mit, dass er den Punkt anfährt und stehen bleibt. Den zurückwerfen auch Blödsinn, ne? Dann lädt er nicht ab. So. Dann macht er nicht weiter. Ja, wenn ich weitermache, dann. Gut. So. Aber irgendwann, wenn ich es rausfinde. Doch wann, weiß ich nicht. Achso, Zuckerhaubig. Was kommt der denn gerade her? Bald bewässern, wenn es weitergeht hier. Aber das ist ja aufwendig. Mann ist ja fertig mit Pressen. Das passt ja genau, ne? Wahnsinn. Aber fährt nochmal zurück. Drei Ballen noch, fertig. Das ist genau abgepasst. Nächste Woche noch Heu und Tiere versorgen. Da werden wir ganz normal mit Tiere versorgen beginnen. Und dann die Nacht schlafen, ganz kurz, ein paar Stunden, 6 Stunden oder so, vielleicht 8. Und dann nächsten Tag halt die
Gut, das war nicht so geplant, aber... Aber so stehen sie ganz gut. So, das ist ja fertig. Den fahren wir jetzt zum Hof und tanken den voll. Jetzt sehe ich gerade, den Tank ist leer. Das vergesse ich zum nächsten Mal. Und dann haben wir... Gut, ich habe zwar ein Auto mit Reservekanister, kann man sagen, ne, mit kleinen Tank, wo man zum Not voll tanken könnte, aber das muss ja nicht sein, ne, ist ja aufwendig. So. Ja, da können wir Portionen verkaufen für Bretter, ne? Aber ich brauche ein bisschen Holz für meine Bretterpaletten, das ist Alex. Oder Bretterproduktion bauen oder Holzproduktion aufstellen. Bin ich eigentlich kein Freund für. Weil Holz muss ich eigentlich auf Deutsch ja, fällen. Ne? Das kann man nicht produzieren. Deswegen mache ich auch keine Rinderproduktion. Halte ich auch für naja, nicht realistisch, sagen wir so. Hat sich zwar jetzt ein paar Rinder schon da. Im zweiten Stall. Stall diese extra deswegen extra rum. Oh, Stau. Gut, das macht nichts. Das ist tragisch. Heute soll das kein Problem sein. Wir tanken jetzt voll. Und dann kann der mal gewaschen werden und repariert werden. Gleich nebenbei. Und nächste Woche wird die Fahrzeuge wegfahren. Aber so liebe Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es hier weiter. Gras ist fertig. Und wahrscheinlich Heu. Tankt er nicht. Ja, und Heu noch einfahren. Muss er noch trocknen. So, Tiere versorgen nächste Woche und dann mal schauen, bisschen Holz machen, bisschen Wald kaufen, denn mein Wald ist ja hier mal, der muss wachsen, hier liegt noch ein bisschen Holz, aber nicht viel, könnte ich theoretisch die kleinen Stücken kaufen. Das wäre ganz praktisch. Kostet nicht viel, ne? Da. Ach, da gehören mehrere Waldstücke dazu. Okay. 13 auch? Das könnte man ja dazu nehmen, ne? Da kann man zum 13 dann zunehmen. Ah, das muss ich nächste Woche machen, sonst das vergesse ich garantiert. Wird sich ja lohnen, ne? Oder na, hier ist ein Gram, kommt man ja zuschütten zur Not. Ja, mal sehen. So, Leute, das soll es auch mal gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Rest Sonntag. Auch einen schönen Start in der nächsten Woche. Schönen Start, ne? Und mit möglichst angenehmer Arbeit. Hoffentlich kein Lockdown oder keine Ausgangssperre mehr. Ich meine, das Ende sieht noch nicht kommen, aber gut. Hoffnung stirbt zuletzt. So, tschüss, ciao und bis dann. Tschüss.